der Straße war ich knapp 8 Monate. Angefühlt hat es sich wie 5, 6 Jahre, weil jeder Tag einfach ein Kampf ist. Du wachst auf und musst erstmal schauen, was esse ich, was trinke ich. Mein Name ist Nelson Depassé, ich bin aus Bonn, lebe jetzt in Berlin. Ich bin Influencer, Entertainer, verbreite auf YouTube lustige Kurzfilme. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater ist aus Afrika, aus Ghana. Bin bei meiner Mutter aufgewachsen, daher war meine Erziehung auch definitiv deutsch. Allerdings auch mit afrikanischen Einflüssen, weil sie selbst sehr in dieser Kultur drin war. Im Jugendalter war ich schon mit mir selbst am struggeln. Da habe ich mir ein komplett dämliches Denkkonzept in meinem Kopf aufgestellt, dass Leute es nicht akzeptieren können, dass man irgendwie multikulturell ist. Ich dachte, jeder will, dass man wirklich da zugehörig ist oder da zugehörig ist. Meine Mutter ist Musiklehrerin. Das hieß, wenn ich jetzt deutsche Freunde da hatte und sie hat gerade einen Trommelkurs gegeben, afrikanische Musik, dann war mir das mega unangenehm. Das klingt total bescheuert, aber ich habe damals so gedacht und habe dann wirklich ganz laut Musik angemacht in meinem Zimmer. Andersrum war es so, wenn ich jetzt meine albanischen, türkischen Freunde da hatte und es klingt Beethoven-Symphonie gerade, und meine Mutter, die auf dem Klavier gespielt hat, dann dachte ich, die kommen jetzt rein und denken, ach du Kacke, was ist das denn hier für ein Allmann, was ja eigentlich Quatsch ist. Ich war aber zu der Zeit, als ich so jugendlich war, einfach ein totaler Rebell und habe mich voll mitziehen lassen. So kam es dann auch, dass es eine Gruppe gab bei mir in Bonn-Tannenbusch, die halt kleinkriminell unterwegs war, wo ich mich dann auch angeschlossen habe. Ich habe die ganze Zeit Blödsinn gemacht, den man bereut. Als es dann irgendwann hieß, wenn du jetzt wirklich weitermachst, dann siehst du irgendwann die Zelle von innen. Da habe ich dann für mich entschieden, von einem Tag auf den anderen, ich grenze mich jetzt von dieser Gruppe ab. Und hatte zu der Zeit auch keinen Job, aber eine Wohnung, die ich bezahlen musste. Und ja, so fing es dann an, dass ich auf der Straße gelandet bin. Ich hatte einen großen Rucksack, wo ich mir so meine Lieblingsshirts etc. mitgenommen habe. Und nach außen hin wirkt es so, als würde ich einfach ein ganz normales Leben führen. Meine Klamotten konnte ich bei einem Freund im Keller sauber machen. Das heißt, ich war auch immer sauber. Das, was mich immer am meisten belastet hat, war der Punkt, dass du nicht weißt, wo du schlafen kannst. Mein Kopf war einfach nur ein einziges Chaos. Ich glaube, dass ich mich immer mit Humor über Wasser halten konnte. Eine sehr symbolische Situation von der Zeit auf der Straße war, als ich wirklich sehr, sehr am Boden war, sehr, sehr hungrig war. Ich eines Tages an einer Bäckerei vorbeigeschlendert war, außen alles mit schönen Berlinern, schöne Krapfen und mir ist das Wasser nur so aus dem Mund geflossen, wortwörtlich. Bin dann in die Bäckerei rein und habe den Verkäufer gefragt, ob ich was umsonst haben könnte. Und er hat mir dann mitgeteilt, dass er das nicht machen kann, sonst würde da der Nächste stehen, dann kommt da der Nächste, der was umsonst haben will. Mir hatte 2 Tage vorher jemand einen Witz erzählt, den ich unglaublich lustig fand, den ich leider heute nicht mehr aufsagen kann. Jedenfalls, ich habe den Witz erzählt und er schaut mich an und plötzlich gehen seine Winkel hoch und er lacht mich herzlich an. Ich lache ihn herzlich an. Eine super schöne Situation, dann mit einer Tüte rausgegangen. Und wer weiß, vielleicht war das einfach ein kleines Zeichen. Du musst wirklich was mit Humor machen und vielleicht ist es jetzt Schicksal, dass ich genau das mache, was ich mache. Also der Weg zum YouTuber-Influencer, den ich jetzt gegangen bin, war auf jeden Fall ein steiniger. Ich wusste, dass ich selber was machen muss, weshalb ich mich dann aktiv wieder darum gekümmert habe, ins Leben zu kommen, indem ich als allererstes mich mit meiner Mutter gut gestellt habe. Ich konnte dann erstmal zu ihr. Zu der Phase hatte ich auch mich auf YouTube konzentriert. Ich habe es dann versucht, ich habe mir eine Kamera gekauft, ich habe mich hingesetzt, ich habe ein Video gemacht, habe es hochgeladen. Und das Leuten gezeigt, die fanden das auch lustig. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, du kannst wirklich jetzt da nur was reißen, wenn du alles auf eine Karte setzt. Alles bremsen und wirklich 100% auf deinen Traum setzen. Deshalb habe ich gesagt, du gehst jetzt hier weg und fängst bei null an und habe mich dann mit 25,5 entschieden, nach Berlin zu fahren. Und genau zu der Zeit hat sich dann zugetragen, dass ich Kontakt aufgebaut habe zu anderen Influencer, YouTuber. Und ja, dann war wirklich die Phase, wo es Schlag auf Schlag kam. Meine Ziele sind definitiv Kino, also ich würde gerne Kinofilme machen. Was mir auch sehr wichtig ist, wäre es, meine Mutter komplett zu finanzieren. Und was ich sehr gerne machen würde, weil ich einfach mitbekommen habe, wie heftig das ist, auf der Straße zu leben, und es gibt auch extrem viele Jugendliche, die auf der Straße leben, ist irgendwie eine Stiftung machen für Obdachlose.